So, nach langer Zeit bin ich mal wieder online. Habe schon lange nicht mehr Genshin Impact gespielt, wie man es vielleicht sehen kann. Okay. Ein bisschen was kriegen wir. Nehmen wir alles mit. Bisschen Urgestein, ein bisschen Mora. Können ja nicht schaden. So, Weltreise-Reihe 2, okay. Okay. Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben wir da irgendwelche Bücher eingesammelt, wo ich da nicht geguckt habe. Wahrscheinlich. Warte mal. Jetzt muss ich mir mal kurz was gucken. Inazuma. Okay. Ich wollte gerade sagen, Reihe 3 hat mich gerade so ein bisschen, ne? Aber Inazuma scheint schon mittlerweile drin zu sein, oder? Da sieht man, dass ich lange nicht mehr online war. In dem Spiel hier. Ja, nee. Nein! Nein! Okay, man sieht's tatsächlich. Sag mal, wie waren das? Ach ja, hier. Sorry. Ja, okay, gut. Kann man jetzt auch nicht ändern. Hier rein wollte ich. Ja. Ja, gut. Ist mal wieder klar. Kriege ich mal wieder nicht so viel von mit. Ah ja, komm. Gehen wir gleich da rein. Aha. Tatsache an der Küste von Inazuma. Okay. Oh, die ist ja süß. Legendenauftrag. Okay, ja gut, das sollten wir hinkriegen. Auch Legendenauftrag, ne? Die ist auch niedlich. Aha. Die sind wahrscheinlich gegenteilig, ne? Wie so Gegensätze. Ja, ich weiß. Probeläufe haben wir auch ein paar neue. Ja, und ja. Diverse Dinge. Ach ja, dann können wir sie ja gleich ausprobieren. Schade, dass die andere nicht dabei ist. Hier, Krusnivis. Wie hieß die? Kamisato. Okay. Dass die nicht auch dabei ist, aber ist dann halt so. Probieren wir mal die Figur aus. Nö. Kann man ja mal gucken. Yes. Okay. Ja, sollte ich nicht vielleicht nicht gleich machen? Ja. Oh. Ja. Hätte ich mal vielleicht mal drauf achten sollen. Ich glaube, das hier. Nein, das hier war. Genau. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Okay. Also quasi noch eine Feuerbogenschützin. Ich meine, für das Element definitiv ganz gut. Ja. Nice and spicy. Na komm. Here come the fireworks. I see. As a dutiful maid would. Sehr cool. Ach nee, war ja das andere, sorry. Das habe ich jetzt komplett verbraucht. Dabei hätte ich ja einfach nur Dings gehen müssen. Na komm. Sehr schön. Dann können wir hier gleich auch wieder raus. Ne? Ja, wie gesagt, lang her. Ich habe bestimmt ein bisschen was verpasst.
Aber ja, hat halt zeitlich nicht gepasst gehabt. Und andere Projekte waren wichtiger. Unter anderem, dass ich meine, wenn das Video rauskommt, bin ich wahrscheinlich schon umgezogen. Hoffe ich doch, dass ich dann schon umgezogen bin im Dezember. Aber ne, momentan bin ich halt noch am Umzug planen und machen und tun, was man nicht so alles macht, wenn man, ne? Ja. Wenn man eine Wohnung findet und so. So, nehmen wir mal. Ja, dich nehmen wir auch nochmal. Damit wir zumindest die, Dings bekommen. Ne, die Belohnungen. Okay. Wissen wir ja schon mittlerweile. Wir hatten sie ja schon mal. Oh, toll. Dodge this. Freeze. Ja, das ist doch immer in die falsche Richtung schießen, ey. Immer sehr ärgerlich. What's the hurry? You're in for a little shock. Stay on our special. Komm. Dodge this. Don't get frostbite. Okay. Ich meine, die müssten ja eigentlich auch trotzdem dagegen empfindlich sein. Let's spark things up. Cool it. Pew pew. Yeah, pew pew. Oh, so sorry. Okay. Look at you, Boozhound. Ah, okay. Das hat super geklappt. Würde ich mal sagen. Nö. Ja, so eine kleine Session passt ja immer, ne? Wenn man mal Zeit hat. Dann kann man sowas ein bisschen machen. Aber ich habe halt immer hier bei dem Spiel hier die Erfahrung gemacht, wenn man mal kurz reingucken will, dass man dann definitiv nicht nur kurz reinguckt, sondern dass dann definitiv 1000 Dinge auf einmal kommen, wo man dann wieder 30 Jahre dran sitzt und dann wieder 500 Folgen mehr hat, als man eh schon hat. Das ist immer mein Gedanke, mein Bedenken. Ja, genau. Gut. Damit wir die Belohnung kriegen. Ne? Welche war nochmal die ganz rechts? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Die war auch blond, ne? Da gucken wir gleich mal. Muss ich gleich nochmal gucken. Weil die andere war, glaube ich, nicht blond. Oder? Dodge this. Don't get frostbite. Freeze. Time to rock. Surrender and be gentle. Oh, so sorry. Warte nochmal. Oh, fuck. Ich glaube, ich habe die gerade so ein bisschen. Try not to enjoy this too much. Okay, aber die Skript hat's. Ich gerade nicht alle erwischt habe, aber doch, diesmal sieht's ganz gut aus. Ich meine, hinkriegen wir es sowieso, also von daher passt schon. Ja, nee, ich habe nämlich mittlerweile Cyberpunk durch. Es kommt zwar zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt aufnehme, noch ein paar Folgen, noch ein paar Parts, ein paar viele, aber durchgespielt habe ich schon, weil irgendwie. Ja, hatte ich das Gefühl, dass das Spiel sich seinem Ende zuneigt und dann, ja,
konnte ich nicht mehr aufhören. Wäre eins meiner Probleme. Wenn ich dann irgendwie denke, ja, so langsam geht ein Spiel zu Ende, dann will ich das dann auch am Part, also an einem Stück dann schaffen. Ach Gottchen, ist die niedlich. Ah, die ist dann bestimmt hier von links hier, ne? Hier, Holz oder irgendwie sowas. Halt Pflanze, Gedöns, vom Element her. Was wir noch nicht hatten. Wir hatten ja noch keine Dingsgegner, Partner, die von dem Dings waren, von diesem Element her. Das war aber dann gemein. Oder ist sie Wind? Ah ne, sie ist Wind, ne? Schade. Oder Wasser? Was ist sie denn jetzt? Die Verwirbelung, also muss sie ja Luft sein. Okay, sie ist ein kleiner Windgeist. Okay, deswegen das Blatt auf Stirn. I see, aber sie ist cool. Machen wir mal so eine kleine, Kontrahenten. Dings hier, so ein bisschen was nehmen, was so gegensätzlich ist, würde ich sagen. Gegensätze meine ich. Oh, Mensch. Aber Gegensätze ziehen sich ja an, ne? Bin ich wieder. Vielleicht. Na, ich wollte die hier zuerst. Nee, warte, machen wir mal Sayu. Okay, hier so ein bisschen, ne? Aber sie ist cool. Deswegen wollte ich sie zuletzt nochmal nehmen. Oh, die will ich definitiv im Team haben. Wir haben sowieso schon zu wenige. Luft. Ich wollte jetzt schon sagen, wir haben sowieso schon so wenige Luftnomaden, aber das ist das falsche, ja, ist der falsche Anime. Beziehungsweise, ja, generell falsches Genre. Nee, nicht falsches Genre, aber ist nicht Avatar, so. Ah, Mensch. Ja, also, ne, Luftnomaden fehlen uns noch ein paar. Definitiv. Mir fehlt ein vernünftiges Avatar-Game. Und ich habe mich so gefreut, dass da irgendwie gerade momentan was läuft, aber das ist nur ein Dingsspiel, okay. Brettspiel. Ich meine, was heißt nur, aber ne, so vom Aufbau her hätte es auch ein Dingsspiel sein können. Ne, so eins hier, aber nein. Also, hey, Entwickler, von dem Spiel hier. Wenn ihr mich hier hören solltet oder generell das an euch rangetragen werden sollte, könntet ihr nicht mal vielleicht so eure Dienste anbieten für Avatar irgendwie, dass man da was macht? Ich meine, ja, okay, ist halt immer schwierig mit den Lizenzen und so, aber hey, wäre doch cool. Ich meine, wenn ihr das so hier umsetzen würdet, das hier mit Avatar-Universum. Ich meine, es würde, glaube ich, sogar mit den ganzen Dings funktionieren. Wie man das hier macht, ne, dann halt auch die Fähigkeiten von den verschiedenen Charakteren. Ne, Aang, Katara, Toph, ne? Das könnte man, denke ich mal, genauso umsetzen. Gehe ich ganz fest von aus. Ja, das war das hier, wo ich hin wollte. Ja, ich weiß. Kenne ich schon. In- und auswendig. Ja. Ich kaufe mir den eh nicht. Ich will nur das blöde Ausrufezeichen da weg haben. Was war das hier nochmal? Das war auch irgendwo. Ach, das waren die Gebete, ne? Genau. Okay. Ja, hierfür müssen wir mal wieder sparen. Wieder eine Menge sparen. Was habe ich hier noch? Ah ja, hier. Ich wollte gerade sagen, warum ist der da immer noch am... Aber gut. Nach dem Abschließen von die Flucht von Ritu verfügbar.
ist mal wieder was, was ich nicht machen kann. Durch den Schon konnte dieses Spiel endlich nach Inazuma gelangen. Komataka ist ganz stolz darauf, dass das Theater. Okay. Achso, nee, ja, gut, das ist nur dieses eine Dings, ne? Er war der Partner eines schatzsuchenden Selie. Aus öffentlichen Gründen reagiere ich nicht mehr auf ihn. Okay. Ich wollte eigentlich gerade lesen. Danke. Die schatzsuchende Selie scheint nun an dir interessiert zu sein. Vielleicht kannst du ja ihr neuer Partner werden. Ja, anscheinend nicht, ne? Ich glaube, oder ist das nicht, Ah, ne, ich glaube, das ist nicht, Okay, dann doch. Ich dachte schon. Oder ist das auch... Schule 30, und nach dem Abschließen des Auftrags die Flucht von Ritu. Okay. Ja. Hier steht kein Aktionszeitraum, also es dürfte das bleiben, hoffe ich. Einfach mal. Ach, hier haben wir noch nicht die Dings eingesammelt, genau. Dankeschön. Zum dass du mich dran erinnerst. Ja, ja. Zwei Küter. Mhm. Okay. Ja gut, dann, nee, warte, ich wollte... Können wir kurz mal anspielen. Können wir mal kurz mitreden, ne? Ja, ja. Moin! Wir sind mal wieder da! Traveler, please, over here. Ja. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smoothly? Ja, ja. Is that so? Apart from your own skills, reliable teammates are also indispensable when adventure. Another person to count on is always good after all. But recruiting such dependable companions is no easy matter, is it? Yeah, geht. Yep. And it's even harder to get a guide as good as Paimon. Okay. Yes. I do have some information that may be of help to you. Okay. Let me consult our records. Ah, there it is. There's been a certain blonde stranger who arrived in Mondstadt lately. Dressed in most unusual clothes. Blonde. Dress is all funny. It feels like Paimon's hurt this one before. Ja, it's die Beschreibung von ihrem Bruder. Do you mean... Does that stranger's face look anything like hers? Hmm? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. Also doch nur ein entfernter Verwandter von Kaya, oder? Das war die einzigste Auswahl, die ich treffen konnte. That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and Mr. Kaya. Okay. Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps he might accept your commission instead. After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow adventurer's requests. Okay. Should this stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Klingt nach einer harten Nuss. Don't talk down on yourself like that. You are the honorary knight of the Knights of Favonius, after all. Oh, das ist so schön, your deeds dass are the stuff sagt. Of song for all the bards in the city, even now. Okay. Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. Lawrence. Okay. He stands guard at the city gate, so he may know something about... I wish you every success... You. Darf ich trotzdem noch mal mit dir reden? Ich möchte gerne noch mal Leute losschicken. Denn Dainsley... egal. Ad Astra Abbey. Ja, ich weiß. Das würde ich gerne nochmal machen. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Hier. Kommt Sir Crows. So. Elle. Bedu. Normalerweise habe ich es nicht so mit Namen, aber hier funktioniert es eigentlich ganz gut. Wenn ich die Gesichter so vor Augen habe. Okay. Immer noch limitiert. Gut, dann reden wir doch mal mit ihm da vorne. Ach stimmt, ja, ist ja hier oben die Schultertaste. Ich mag das Spiel trotzdem, also bitte nicht falsch verstehen, aber zeitlich ist es halt immer ein bisschen... Is something the matter? Hier. A stranger with an eye patch. Let me think. Oh yeah, I remember seeing someone like that. Super. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious.
So I decided to keep an eye on him for a while. Ooh, and where's he at? I lost him pretty quickly. Oh, yeah. Still, I didn't think that this was such a huge matter that we needed our outrider to pursue him by air. As long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual person. Alter, das könnte der Untergang vom Monster sein und du... Oh ja, also verdächtig aussehende Personen müssen ja nicht unbedingt per Luft bewacht werden. Jean ist ja da. Alter, was für ein... But if it were up to Jean, she'd take this way more seriously. Yeah, yeah, siehste? That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the situation is all the more reason to not tell her, no? Momentan sind wir im Krieg, ja? Könntest du dich mal bitte mehr auf deinen Job konzentrieren, anstatt hier, faul in der Gegend rumzustehen? Da könnte jetzt sonst wer sein, da könnte sonst wer ein Monster einmarschieren und die ganze Stadt übernehmen und der, oh ja, also verdächtige Person, nee, müssen nicht überwacht werden. Anyways, oh yeah, he was at Wagner's Smithy for a while before I tried telling him. He might have said something, you should go ask him. Maybe he has more news. Ah ja, ja, der Schmied. Weiß mehr über Fremde als die Stadtwache. Wow, ich meine, uns haben sie auch nicht wirklich aufgehalten, aber wir waren ja auch mit Ember unterwegs, das ist was anderes. What? You need something? Yeah. Here. I remember him. He showed up a few days ago, asking to buy a bunch of forging materials. Okay. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He even had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found drinking at the Angel's Share. Okay. If the Knights of the Guild want to get hold of him. That's the only place to... The Angel's Share? Well, Master Diluc probably has it. Anyway, let's go to the Angel's Share and have a look. Gut, dann gehen wir da mal hin. Warte mal, wo war die nochmal? Ach, da. Ah, stimmt, Diluc. Diluc, seine Dings hätte ich mir... Ja, gut. Nur der Name kam mir irgendwie gerade ein bisschen wieder... Keine Ahnung, habe ich mir irgendwie nicht gemerkt. Nein. Okay, so. Ach, ich hätte rein... Ja, gut. Ich bin immer ein bisschen, ja, mit der Steuerung. Gerade so bei den Dingern, wo ich dann so runter... Keine Ahnung. Irgendwie vergesse ich das immer, wie man da... Versucht das immer über die falschen Tasten. So. War gut, dass es diesmal auf den richtigen Platz war. Grape juice or apple cider? Have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? Vielleicht. That I have. He comes here every night. Just a drink, though. Doesn't order anything else. He even sometimes mixes his own drinks after he orders them. I don't know anything else about him, but from his selections and mixes, I'd say that he's quite the con- And what's Master Diluc's- Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait... Gut, dann, warten wir doch mal oben. Kannst du uns einen Traubensaft mit nach oben bringen? Wäre echt super, So? Ihr. Ah, welcome, sir. The wine that you previously ordered is here. Okay. He's really here? Let's go downstairs. Bitte hau nicht gleich wieder ab. Warte mal kurz. Nein, ich muss mal kurz hier rein. Es ist gerade ein bisschen nervig, dass ich da, andauernd wechseln muss. Ich nehme mal kurz Barbara aus dem Spiel und packe unsere... This world is full of uns. So. Es ist weniger nervig. Hallo. Wow. He's got no intention of paying us any mind, huh? A traveler, you say? Yeah. Why are you traveling? Naja. Well... That's as good a reason as any. Okay. Sit down over there, then. So... Guess we've broken the ice?
Oh, Paimon is our fees. That little one beside you. Uh-huh. We're the best of friends. Ein bisschen nervig, aber geht. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. Okay. My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? You are? Sure. He was so cold just a moment before. But I will require advance payment. Okay. How much? 500 mora. The 500 is a one-time fee. And we'll settle the questions in a moment. Okay. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation. Ah, thank you. Yeah. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. The answer to a question says nothing about right and I only wish to know what your choices are. Okay. Question one. Yeah. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that Animo Archon who calls himself Venti. Who, in your view, was the key to ending that crisis? What I know was this everything. Well, answer the question. Venti. Is that your answer? Question number Rex Lapis, who has defended Leo Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? The adept. So that's your answer? Now for my final question. This world has people who gained visions. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? So, this is your answer then. It Would ich seems sagen, ne? that you're different from him. Oh, kennt unser Bruder! I'll take that 500 mora. And now I also understand your views on this world. As we agreed, that said, I only take commissions related to the Abyss Order. Okay. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wish to oppose the Abyss. Those creatures that serve the Abyss. I have come to Mondstadt this time while on the trail. An Abyss Herald? An even more twisted abyssal being. One that commands the Abyss Mages. Yeah. Oh, that's right! We've just been fighting against the Fatuian Liyue, who are human. We haven't encountered the non-human Abyss. There's some reason behind that, I'm afraid. It's possible that they may have been under orders to avoid your path. Okay. Oh, that does sound pretty dangerous. Maybe they're looking for a better time to ambush us or something. We're super. That manor. It's just like his. Ooh. Well then, let's go see for ourselves, shall we? According to the leads I have on hand, the Abyss Order has re-infiltrated the Temple of the Falcon. Let's meet up at the temple. Perhaps your questions about the Abyss will be answered there. Wow. Okay, also er hat schon mal mit unserem Bruder zu tun gehabt und will jetzt checken, ob wir genauso sind wie unser Bruder oder ob wir anders sind. Weil ich meine, unser, also ihr Bruder ist ja eigentlich keiner von den Guten und ja, haben wir ja mittlerweile rausgefunden. Ne? Und ja, mal schauen. Vielleicht, na gut, er muss ja nicht unbedingt zu den Bösen gehören. Das glaube ich nicht, aber vielleicht will er ein bisschen gucken, ob wir wirklich zu den Guten gehören. Also ob wir wirklich das sind, was wir vorzugeben zu sein. Weil ich meine, ich meine, er kann ruhig mit uns spielen. Wir werden immer auf der guten Seite sein. Oh. Ja, nee. Ist klar schon wieder. Das Spiel will mich reinlegen. So, wo soll, hin soll ich denn? Ach, da vorne, ne? Okay, er braucht ja gar nicht. Ups. Hätte ich mir gleich denken können. So 200 Meter. Moin. Entschuldigung. So sieht man, wie lange ich nicht gespielt habe, ne? Dass 200 Meter schon für mich schon viel sind und dass ich die Tauben schon wieder verjagt habe, die da sich endlich mal wieder hinsetzen konnten. So, ne, so ganz lange Zeit hatten, sich da zu platzieren. Oh, warte. Was ist er denn? Ist ein Palat. Vorne wahrscheinlich irgendwo. Ups. Sorry.
Ich muss mal kurz jemandem helfen. Rain outlines your fate. Ja. Moin. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kennen wir doch schon. Und tschüss. So, jetzt können wir aber wieder zu ihm gehen. Ich denke mal, der hat noch ein bisschen was für uns.